Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobold. Unser Thema heute: Johannisbeeren und Vergissmeinnicht. Wir haben vor ein paar Wochen in Bad Zwischenahn im Park der Gärten Johannisbeeren und Vergissmeinnicht gesehen. Im Bauerngarten, einem der vielen Gärten, wunderschönen Gärten im Park der Gärten. Und hier in Ippenburg sehen wir wieder diese Kombination Vergissmeinnicht und Johannisbeeren. Wunderschön. Johannisbeeren sind ja, wenn wir als Johannisbeerproduzenten ehrlich sind, zweimal im Jahre schön. Bei der Blüte, dann nach dem Farbumschlag bis zur Ernte und dann lange nicht mehr. Und hier haben wir natürlich zu früher Zeit schon eine attraktive Johannisbeere dank dieser Unterbepflanzung der Vergissmeinnicht, die das Grün der Johannisbeeren richtig wunderschön zur Geltung bringen. Die Vorfreude auf die roten Beeren. Und es ist wirklich eine wunderschöne Kombination, die offenbar in Bad Zwischenahn im Park der Gärten nicht zum ersten Mal gebraucht wurde, sondern auch hier in Ippenburg. Johannisbeeren und Vergissmeinnicht. Und mit dieser Kombination hat es noch etwas anderes auf sich. Es sind ja Pflanzen, die vielfach vergessen werden, Johannisbeeren. Sie stehen an der letzten hinteren Ecke im Norden, auf der Nordseite im Schatten. Niemand kümmert sich um sie, niemand schneidet sie. Und diese Pflanzung scheint zu sagen, denkt an mich. Ich bin eine wertvolle Pflanze, ich bin schön während der Blüte, schön während die Früchte rot werden und noch schöner, wenn ich von den richtigen Begleitpflanzen begleitet bin. Wie immer glauben Sie nicht alles, was ich Ihnen erzähle, aber schreiben Sie Ihre Kommentare unter das Video rein und gärten Sie weiter. Vielleicht auch mit Vergissmeinnicht und Johannisbeeren. Und vielleicht auch, indem Sie Ihre Johannisbeeren nicht vergessen, sondern an sie denken, sie schneiden, sie hegen und pflegen und schätzen und eben nicht vergessen.